Wir starten unsere Tour beim Kühberger Hof, der bereits seit 1174 besteht. Neben Urlaub am Bauernhof und einem Hofladen gibt es hier auch eine Pferdepension. Der heutige Biobauernhof auf 1060 Meter Seehöhe gilt als idealer Ausgangspunkt für Touren in den Seckauer Alpen. Der Nebelsuppe im Tal erfolgreich entflohen und begleitet vom Schmatzen der Wiederkäuer folgen wir dem Weg Nummer 32. Dieser führt uns an einer wildromantischen Hütte vorbei in den Wald, wo wir entlang eines rauschenden Baches marschieren. Wir verlassen nun den Bachlauf, der uns bis dahin begleitet hat, und steigen weiter steil im Wald auf, bis wir einen sonnigen Alpbund erreichen. Nun wird der Blick weiter und wir passieren die Grafenalm. Da wir schon gut die Hälfte geschafft haben, wird der herrliche Ausblick Richtung Murtal und Seetalalpen ausgiebig genossen. Unser Weg führt nun direkt an der 400 Jahre alten Wetterlerche vorbei, unter der es sich manchmal auch Kühe gemütlich machen. Nun geht es weiter, etwas rascher bergauf. Na servus, eine gute Kondition ist hier gefragt. Nachdem wir kurz ein Waldstück gequert haben, wird der Weg breiter und vor uns taucht bereits die Hochalm mit der Kirche Maria Schnee auf. Wahrlich ein Top-Fotomotiv. Wir verlieren bald wieder die Hochalm aus den Augen und folgen einem breiten Weg. Von hier aus besteht auch die Möglichkeit, über die Lambrechthöhe und die Schweigerhöhe vorbei am Hämmerkogel zum Seckauer Zinken zu gelangen.
Als wir schon an die 2,5 Stunden Aufstieg in den Beinen haben, nähern wir uns von der Rückseite der wunderschönen Wallfahrtskirche. Die idyllische Bergkirche ist für viele Pilger ein besonderer Kraftort, in dem man die Zeit und den Alltag vergisst und ganz bei sich selbst ankommen kann. Dieser ganz besondere Ort hat auch eine lange Geschichte, denn erbaut wurde die Kirche hoch über Seckau schon 1660 und zunächst dem heiligen Hieronymus als Viehpatron geweiht. Damals war sie als Seelentrost für die zahlreichen Almhirten und Senner auf der Hochalm gedacht. Erst im 18. Jahrhundert bürgerte sich der heute noch gebräuchliche Name Maria Schnee ein. Im Mittelpunkt steht die im 18. Jahrhundert kunstvoll geschnitzte Hochalmmutter Gottes, eine Marienstatue, die jedes Jahr im Frühjahr hinauf auf die Hochalm gebracht und in der Kirche aufgestellt wird. Heute ist Allerheiligen und wir denken an liebe Menschen, die nicht mehr am Leben sind und von denen wir hoffen, dass sie ihren guten Weg nach dem Tod gefunden haben. Und wir denken auch daran, dass ein gutes und gelungenes Leben ein großes Geschenk ist. Auch wenn Maria Schnee das Ziel für die meisten Wanderer ist, so ist auf jeden Fall ein Abstecher zum Gipfelkreuz der Hochalm empfehlenswert. Ein gut begehbarer Steig führt am hier beginnenden Kamm entlang in Richtung Norden. Wir erreichen das Gedenkkreuz auf der Hochalm am Ostrand der Seckauer Tauern. Bereits im Jahr 1810 schrieb Erzherzog Johann in sein Tagebuch über die Hochalm: Die Aussicht ist einzigartig und ein wahres Panorama. Hier können wir einige Gipfel der Eisenerzer Alpen und der Hochschwabregion bestaunen. Nach einem ausgiebigen Aufenthalt steigen wir direkt über den steilen Rücken vor der Kirche durch den Wald ab, zurück zum Ausgangspunkt. Der Küberger Hof ist übrigens in den kalten Monaten das Winterquartier der Hochalmmutter Gottes. Wir bedanken uns für eure Unterstützung
und freuen uns auf alles, was von euch kommt.